Zweite Kategorie. Sie heißt OER über OER. Also Angebote zum Thema Open Educational Resources. Wir haben einen tollen Partner, nämlich die Deutsche UNESCO-Kommission. Und wir haben uns nach den Einreichungen überlegt, was machen wir jetzt? Wie kommunizieren wir es? Und wir haben gesagt, wir kommunizieren so, wie es ist. Es gab nicht genug Einreichungen, um 3 Nominierte zu haben. Das ist vielleicht für die Gespräche, die nachher draußen noch stattfinden, sehr interessant, warum ausgerechnet diese Kategorie OER über OER so zurückhaltend war bei den Einreichungen. Ist das die große Bescheidenheit der OER-Community oder der erwartete Konkurrenzdruck oder sowas? Ist ja nicht so, dass es nichts gäbe. Aber die Jury hat sich die Sachen angeguckt, die da waren und gesagt, wir wollen zwar nicht 3 Projekte nominieren, aber wir wollen eins, was eingereicht wurde, auszeichnen. Wir werden jetzt vom Laudatoren, nämlich von Lambert Heller und von Walter Hirche, Minister AD ist Walter Hirche und Vorsitzender des Fachausschusses Bildung der Deutschen UNESCO-Kommission. Lambert Heller ist, wie ich gestern gehört habe, ist doch der bekannteste Bibliothekar Deutschlands, wurde gesagt. Insofern, die Erwartungen sind hoch. Ich freue mich auf die Bekanntgabe dieses einen Gewinners und auf die Laudatio von Walter Hirche und Lambert Heller. Ja, dann freuen wir uns, den Nominierten auf die Bühne zu bitten. Können wir den Nominierten Namen haben? Und zwar ist das das Projekt Chör 13. Und Markus, bitte, komm zu uns. Markus Schmidt vom Institut für Wissensmedien ist hier stellvertretend für die Macher des, dieses Projekts eingeladen. Ja, dann müssen wir wohl mal den Umschlag öffnen, nicht? Ja. Und gucken. Lassen wir uns mal überraschen. Spannung ist förmlich mit. And the winner is in der Kategorie OER über OER, Angebote zum Thema Open Educational Resources. Das ist ein Sonderaward. Pate ist die Deutsche UNESCO-Kommission. Ist der Preisträger Chör 13. So. Ich übergebe das jetzt mal. Bitte sehr, herzlichen Glückwunsch. Und auch herzlichen Glückwunsch, Markus. Danke. Jetzt müssen wir sehen wir in die Mitte? Ja. Ich gehe mal hier rüber. Auf die alte Frage, was sind eigentlich Open Educational Resources? Haben die Autoren von Chör 13 eine Erklärung in ihrem OER-Kurs mit anschaulichen Videos, Texten und einem Selbsttext gefunden. Chör 13 steht dabei für Online-Kurs zu OER im Jahre 2013. Der Kurs ist ein großer Gewinn für OER-Neulinge. Das ist das Entscheidende. Er erklärt, wo man Open Educational Resources findet und wozu man sie nutzen kann. Er hat aber auch einen großen Mehrwert für alle, die sich schon länger mit OER beschäftigen. Für diese Nutzer bietet er viele Details. Von der Definition von OER über die Erklärung von CC-Lizenzen bis zu ganz praktischen Tipps zur OER-Herstellung und Finanzierung, das alles hat Chör 13 zu bieten. Und der Chör 13 geht in jeder Hinsicht mit gutem Beispiel voran. Natürlich ist der Kurs selbst, nämlich eine OER, ein offen lizenzierter MOOC. Er zeigt damit selbst, wie OER beschaffen sein sollten, um Nutzung, Weiterverarbeitung und auch Nachnutzung zu gewährleisten. Auch die Vielzahl an Akteuren und Mitwirkenden spricht für ein beispielhaftes OER-Projekt. Der Chör 13 ist ein konnektivistischer Kurs, das heißt, es finden regelmäßige Diskussionen zwischen den Teilnehmern statt. Mit OER und an OER zusammenarbeiten, so kann Qualitätssicherung gelingen. Der Chör 13 zeigt auch, wie Wiederverwertung sinnvoll gestaltet werden kann. Die Inhalte des Kurses wurden für die Neuauflage Chör 15 wiederverwertet
Und es kündigt sich auch schon, wenn das stimmt, eine nächste Version an. Ja, ich sehe einen Kopfnicken, ist also so. Können wir uns freuen. Und es kündigt sich diese nächste Version an. Und die im Kurs entstandenen Materialien sind heute natürlich über die verschiedenen Webseiten des Angebots verfügbar. Der Kür 13 erklärt anschaulich, kurz und knackig, was OER ist. Daher zeichnen wir den Kurs heute aus mit dem Sonderaward OER über OER, Angebote zum Thema Open Educational Resources. Herzlichen Glückwunsch. Nochmal, wenn es geht. Super Sache, ja. Vielen Dank.